Willkommen zurück zur nächsten Folge. Erstmal vorab kann ich euch schon mal sagen, wir waren letzte Woche in Dortmund und haben da was Cooles mit der Limo gedreht. Mehr darf ich dazu noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall eine geile Sache, nehme ich mal an. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ist ein bisschen crazy, aber ich denke, das wird geil. Ja, heute sind wir aber hier, weil wir haben dieses Prachtexemplar hier vor uns stehen. Es ist tatsächlich so weit gekommen, dass nach mittlerweile, ich glaube, fast 3 Jahren Arbeit die Ansaugbrücke für das Lambo-Projekt fertig ist. 3 Jahre klingt jetzt erstmal extrem lang. Wir haben natürlich, das war für uns absolutes Neuland, es war nicht ganz so einfach, dieses Teil zu konstruieren. Und deswegen haben wir uns von einer Ebene zur nächsten Ebene gearbeitet. Und deswegen hat das Ganze am Ende halt so lange gedauert. Wäre mit Sicherheit auch schneller gegangen, aber es braucht halt einfach seine Zeit. Ja, Lamborghini, Twin-Turbo-Umbau, großes Problem immer, was machen mit dem Ladeluftkühler? Oder falsch, wir fangen mal an einer anderen Stelle an. Original hat der Lamborghini, die alten 5.0er Motoren haben in der Ansaugbrücke noch eine Dreiklappe drin. Das heißt, das sind so 10 kleine Klappen, die quasi, wobei das Wort Dreiklappen ist in dem Fall nicht korrekt. In dem Moment ist es, bei diesem Motor ist es, ein Schaltsaugrohr, das heißt, da sind Klappen drin, die quasi 2 verschiedene Ansaugwege schalten können. Das heißt, die originale Ansaugbrücke hat nicht 10 Zylinder, 10 Kanäle, sondern hat eigentlich 10 Zylinder, 20 Kanäle, weil es gibt einmal eine Stellung, wo der Motor durch den kurzen Ansaugweg saugt und dann kann die Klappe aber umschalten und der Motor saugt quasi durch einen ganz langen Ansaugweg, was halt einmal für den unteren und einmal für den oberen Drehzahlbereich ist. Das ist natürlich alles andere als Turbo geeignet, wird mit Sicherheit bis zu einem gewissen Bereich funktionieren. Wenn man aber in Richtung 2-3 Bar will, dann ist das auf jeden Fall alles am Limit. Plus man darf immer nicht unterschätzen, 3 Bar, wie viel Druck das einfach generell für die Ansaugbrücke ist, weil jeder, der früher aufgepasst hat, das Ganze wird ja ausgerechnet Druck mal Fläche. Und da so eine Ansaugbrücke relativ viel Fläche hat, ist dann natürlich bei 3 Bar schon ganz gut Kraft auf dem Gehäuse drauf. Und die Lambo-Brücke ist jetzt nicht so ultramassiv verschraubt, also die ist mehrteilig. Und da hätte ich auch ein bisschen Schiss gehabt, dass das Ganze irgendwann auseinanderfliegt. Somit war der erste Gedanke eigentlich, dass der Marcel, Firma P Motorsport, haben bestimmt schon einige von gehört, der baut so ultra krasse Krümmer und Ansaugbrücken und so weiter. Mit dem mache ich eh sehr viel, schon seit Jahren. Und eigentlich wollten wir für dieses Projekt eine Ansaugbrücke bauen, ohne Ladeluftkühler drin. Das heißt, wir wollten eigentlich die bestehende Ansaugbrücke einfach ersetzen durch eine neue Ansaugbrücke, die halt einfach für einen Turbomotor besser geeignet ist. Haben dann bestimmt dort ein halbes Jahr an verschiedensten Modellen rumexperimentiert und so weiter. Bis wir dann irgendwann zum Entschluss gekommen wären, dass es doch eigentlich ganz geil wäre, direkt in diesen Ladeluftkühler, direkt in diese Ansaugbrücke einen Ladeluftkühler zu integrieren. Weil bei unserem Lambo, der ja ab Werk ein Sauger ist, fehlt ja gänzlich der Ladeluftkühler und wir müssen das Ganze komplett einmal neu konstruieren. Somit haben wir dann grob geguckt, was in das Auto netzmäßig so reinpassen würden und sind dann am Ende zu diesen beiden Netzen gekommen. Und ja, jetzt das Endprodukt, wie es hier steht, ist quasi eine neue Ansaugbrücke kombiniert mit einem Ladeluftkühler drin. Jetzt werden sich viele sagen, Ladeluftkühler hängt ja normalerweise in der Front vom Auto, damit er ordentlich Fahrtwind abbekommt. Nein, in diesem Fall ist quasi das Kühlmedium nicht der Fahrzeugwind, also nicht die Umgebungsluft, sondern der ist wasserdurchströmt. Das heißt, ihr seht hier quasi auf der Vorderseite, seht ihr 2 Anschlüsse, da geht später das Wasser rein und hier hinten an der Seite geht es wieder raus. Das heißt, dieses Netz, was hier in der Mitte drin ist, wird quasi komplett in der Querrichtung mit Wasser durchströmt. Das heißt, das Wasser geht hier rein, geht einmal komplett längs durch das Netz durch, beziehungsweise quer und geht außen wieder zurück. Kann man auch andersrum anschließen, guckt mal dann später. Das wiederum hat den Vorteil, wir sind komplett quasi unabhängig vom Fahrtwind und können zusätzlich dieses ganze System später auch perfekt mit einem Eisbehälter, mit Trockeneis oder auf Events einfach runterkühlen und können so wirklich selbst bei Events, wo man lange anstehen muss, immer noch mit einer krass niedrigen Ansauglufttemperatur quasi am Start losfahren. Die konventionelle Ladeluftkühlmöglichkeit über Luft-Luft
gestaltet sich bei diesem Fahrzeug auch extrem schwierig. Ähnlich, ich habe das ähnlich schon mal erklärt bei dem KTM Expo, da ist es ähnlich mit dem Motor hinten. Das Problem ist einfach, man hat hinten so wenig Fahrtwind, dass es dort kaum eine Position gibt, wo so ein Ladeluftkühler wirklich vernünftig angeströmt wird. Porsche hat das ja links und rechts im Seitenteil, beziehungsweise die ersten Porsche Turbo Modelle haben das quasi hinten unter dem Heckdeckel, liegend über dem Motor. Aber selbst das würde bei diesem Auto auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja, und so sind Marcel und ich auf die Idee gekommen, dass wir quasi eine Ansaugbrücke bauen mit integrierten Ladeluftkühler. Das Ergebnis ist ziemlich krass geworden. Es war natürlich ein ellenlanger Weg, bis wir quasi zu dieser Version gekommen sind, weil es gab halt diverse Probleme, die man erstmal bewerkstelligen musste, weil wir wollten natürlich ein möglichst großes Kühlnetz da drin haben, sind aber vom Bauform her rundum quasi beschränkt, weil das Ganze definitiv nicht größer werden durfte. Hier hinter kommt direkt der Innenraum, nach oben hin kommt direkt die Scheibe von dem Motordeckel und so war man halt in der Bauhöhe schon mal eingeschränkt. Somit haben wir angefangen und haben als allererstes das Unterteil konstruiert. Ich drehe das mal vorsichtig hier. So, wir haben angefangen, das Unterteil zu konstruieren. Das war noch relativ einfach. Hier haben wir gleich relativ schnell festgestellt, dass wir eine gewisse Länge müssen wir auf jeden Fall haben, damit das Ganze später im Zylinder vernünftig strömt. Man darf immer nicht vergessen, dies ist quasi der Übergang vom Sammler in den Zylinderkopf. Und da gibt es halt gewisse Ideale, die man einhalten sollte in der Konstruktion von diesem Kanal. Dazu gehört nämlich zum Beispiel auch die Düsenposition. Die Einspritzventile müssen immer in einem bestimmten Winkel in dem Kanal stecken. Und somit ist quasi die Grundform von dem unteren Teil erstmal relativ schnell vorgegeben gewesen. Und wir konnten uns so dann relativ schnell quasi an den oberen Teil machen. Jetzt muss man dazu sagen, dieses komplette Teil ist aus einem Stück gefräst. Eine andere Möglichkeit gab es da nicht. Wir mussten es komplett aus einem Teil fräsen, sonst wäre es noch viel, viel aufwendiger am Ende gewesen, wenn man jetzt anfangen würde, das aus einzelnen Stücken zu bauen und später zu verschweißen. Weil beim Aluschweißen ist ja ein bisschen schwieriger, als wenn wir jetzt Edelstahl schweißen. Da muss man halt auch immer gut rankommen zum Schweißen, sonst wird das am Ende nichts. Ja, nachdem wir dann den Unterteil von der Brücke hier fertig hatten, ging es quasi weiter mit dem Kühlnetz. Das Kühlnetz hatten wir vorher schon ungefähr definiert, weil für diese Leistung, wir gehen immer ungefähr von 2000 PS aus, das heißt ein Kühlnetz muss 1000 PS können, war von dem Hersteller schon relativ schnell vorgegeben, wie groß dieses Netz sein muss, damit das später auch funktioniert. Dieses Netz ist jetzt 500 mal 150 mm und 100 mm tief quasi. Ja, als wir dann das Kühlnetz hatten, ging es natürlich los. Es musste natürlich ein unterer Sammler noch gebaut werden zum Kühlnetz hin. Und jetzt kam der aufwendigste Teil von allem, der obere Sammler, weil diese Form, dass die Luft quasi im 90-Grad-Winkel zum Netz reinströmt, ist halt extrem schwierig so auszulegen, dass wirklich dieses komplette Netz gleichmäßig angeströmt wird. Man darf immer nicht vergessen, das Ladeluftkühlnetz hier drin, das sind ja quasi kleine Röhrchen, die von oben nach unten gehen. Wenn jetzt 70% von der Luft durch dieses Netz im vorderen Teil strömt, haben wir halt zwei Nachteile. Einmal, wir nutzen gar nicht die ganze Kühlfläche. Wir haben aber extra so ein großes Netz genommen, damit wir halt die ganze Kühlfläche nutzen können. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn ein Großteil der Luft hier vorne später im Sammler steht, werden natürlich die hinteren Zylinder nicht mehr richtig gefüllt. Großes Problem auch bei den 5- und 6-Zylindern, die ganzen Reihenmotoren, dass immer die letzten Zylinder am kritischsten sind, weil die einfach von der Anströmung her am schlechtesten sind. Somit hat sich durch Zufall der Martin Ackermann eingeschaltet. Der Gute konnte damals für uns Berechnungen vornehmen, wie wir diesen Sammler am besten gestalten sollten, dass quasi der, ich sag jetzt mal, der Flow optimal ist. In Summe hat Martin dann am Rechner, ich glaube, bestimmt 8 bis 10 verschiedene Varianten dieses Sammlers konstruiert. Diese Konstruktion war immer basierend auf die Drosselklappe, die hier vorkommt, dann basierend auf ungefähr die Luftmenge, die wir später fahren. Und dazu brauchten wir noch die Daten von dem Kühlnetz, von dem Hersteller, weil halt der Druckverlust von diesem Kühlnetz auch noch interessant ist. Druckverlust deswegen, warme Luft kommt rein,
kalte Luft geht unten raus, ist hier ein Kühler, somit hat man einen sogenannten Druckverlust, weil halt einfach warme Luft mehr Volumen hat als kalte. Und dieser Druckverlust ist halt auch für die Strömung definitiv entscheidend und somit mussten diese Werte mit einbezogen werden. Ja, der Martin hat dann ein paar Versionen konstruiert. Diese Versionen wurden dann quasi vom Computer simuliert. Das war halt eine sogenannte CFM-Messung, also in dieser Simulation wurde quasi simuliert, wie die Luft hier durchströmt. Wir blenden das gleich mal ein, so eine Simulation. In dieser Simulation seht ihr dann quasi verschiedene Farben von kleinen Pfeilchen oder Strichen und diese Farben geben quasi die Strömungsgeschwindigkeit an, bei den Voraussetzungen, die wir vorgeben. Und wichtig ist es halt in dem Fall, dass die Strömungsgeschwindigkeit natürlich über das ganze Netz möglichst gleichmäßig ist, damit sich halt einfach auch das Volumen gleichmäßig verteilt. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an Martin. Ohne dich hätten wir das auf jeden Fall nicht geschafft. Und nach etlichen Versuchen und etlichen Nächten Rechnerei, weil die Rechner relativ lange für sowas brauchen, kam dann halt diese Form bei raus und als wir dann diese Form gesehen haben, war uns auch relativ schnell klar, diese Form kriegen wir auf gar keinen Fall irgendwie aus Blechen gekantet, gedengelt, geformt und so weiter. Das heißt, auch hier kam für uns nur in Frage, dass die komplette Ansaugbrücke, quasi das komplette Oberteil gefräst werden muss und das Ganze am Ende dann noch komplett zusammengeschweißt wird. Ich persönlich finde, das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend, weil ich sag mal, ich hätte nie im Leben gedacht, dass diese Form die strömungsgünstigste für das Netz ist. Ich denke mal, 50% der Leute, die zugucken, werden denken, dass die Optimalform ein gerade auslaufendes Rohr gewesen wäre. Ist scheinbar aber nicht so. Ich bin gespannt, wie das Ganze später im Betrieb funktioniert, ob die Simulation am Ende recht hat. Eine Garantie ist das ja nie. Werden alle wissen, die schon mal irgendwas simuliert haben. Kann funktionieren, muss aber nicht. Ich persönlich habe aber bei dieser Brücke ein richtig gutes Gefühl, weil alleine die Tatsache, dass jetzt der Ladeluftkühler hiermit integriert ist, ist für mich schon mal Gold wert. Hat nämlich am Ende den Vorteil, dass wir im kompletten Motorraum keinen Kühler mehr brauchen. Das heißt, hier kommen nur noch zwei Drosselklappen ran, von wo aus es direkt zum Turbolader geht und schon ist quasi die komplette Technik zusammen. Was halt wieder typisch Marcel ist, der legt immer noch mal einen drauf. Ursprünglich war einfach nur abgemacht, dass wir diese Endkästen, dass er die einfach nur aus Alu baut. Nein, das reicht Marcel natürlich nicht. Deswegen hat er jetzt zum Schluss noch angefangen, diese Endkappen quasi zu fräsen, dass quasi die Übergänge die gleiche Rundung haben wie der gefräste Sammler oben drauf. Das Ganze soll quasi so ein bisschen symmetrisch wirken. Und genauso natürlich auch hier in der Mitte bei den angeschweißten Stutzen. Auch diese hat er wirklich ein kleines Endstück für gefräst und dann das Dashfitting angeschweißt. Und das natürlich genauso vorne, hinten, überall. Ist halt wieder typisch Marcel. Der ist immer für eine Überraschung gut. Der weiß einfach sein Handwerk perfekt zu schätzen und ist auch so ein bisschen wie ich, weil er findet es definitiv auch immer geil, was Geiles zu bauen. Und ich kann wirklich sagen, lieber Marcel, hier hast du wirklich was richtig Geiles gebaut. Ein extrem komplizierter Punkt für uns jetzt noch ist, also theoretisch ist die Brücke fertig, wie sie hier steht. Die Brücke werdet ihr auch in Essen Motorshow bei uns auf dem Stand sehen. Ich werde die ausstellen, weil das Ding einfach so krass aussieht, dass es sich auf jeden Fall lohnt, bei uns vorbeizukommen, um sich das Teil mal anzugucken. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig, dieses Projekt, weil, wie vorhin schon gesagt gehabt, ist die Position von den Einspritzventilen relativ stark vorgegeben. Und jetzt ist quasi der nächste Schritt, dass wir natürlich hierfür noch eine Einspritzgalerie fertigen müssen. Das heißt, die einzelnen Düsen müssen ja alle noch miteinander verbunden werden. Das gestaltet sich im Nachgang allerdings extrem schwierig, weil das Ganze am Ende auch noch montierbar sein muss. Natürlich würde man jetzt denken, man kann hier einfach eine Leiste drauf machen und fertig. Würde bestimmt auch gehen. Ich persönlich will aber nicht jedes Mal die komplette Ansaugbrücke abnehmen müssen, wenn ich mal an die Düsen ran muss. Deswegen suchen wir nach einer Lösung, dass man später eingebaut die Galerie hier so rausnehmen kann. Dazu muss gesagt sein, hier sitzt relativ eng der Zylinderkopf mit dem Ventildeckel. Das heißt, in dieser Öffnung dazwischen muss eine Galerie konstruiert werden, die später noch demontierbar ist. Wir haben hier schon mal einen ersten Prototypen davon einfach nur drucken lassen. Ist auch wieder ein Teil, was Marcel komplett alleine konstruiert hat.
Dieses Teil sitzt dann ungefähr, ich sage jetzt mal hier so zwischen. Wie ihr seht, wir nutzen hier wirklich jeden Millimeter aus, dass das gerade so passt. Und jetzt im nächsten Step müssen wir uns noch überlegen, wie wir diese Galerie noch fertigen. Da gibt es halt verschiedenste Varianten, sich ein paar Drehteile zu nehmen, ein paar Frästeile zu nehmen, das Ganze noch zu verschweißen. Am liebsten würden wir aber einfach mal ein gedrucktes Teil testen. Hier gibt es ja heutzutage verschiedenste Varianten, solche Sachen zu drucken, sei es aus Edelstahl, Titan, Alu oder. Aber falls unter euch jemand ist, der vielleicht in Betrieb arbeitet, der mir diese Galerie in Alu, Edelstahl oder ähnliches drucken kann, lasst es mich bitte wissen, weil wir suchen nämlich noch jemand, der uns am Ende diese komplette Galerie in einem Teil druckt. Sieht jetzt erstmal noch ein bisschen einfacher aus. Jetzt kommt aber leider noch der nächste Aspekt dazu. Hier sitzen an manchen Stellen sitzt hier zum Beispiel noch der Positionssensor von der Nockenwelle und. Also selbst diese Galerie könnten wir nicht komplett gerade fertigen, sondern die braucht an zwei Stellen noch eine Einkerbung. Und im Ende ist es halt wirklich ein aufwendiges Teil. Und da wären wir definitiv um jegliche Hilfe in Bezug auf Drucken dankbar. Ja, so viel zum Thema Ansaugbrücke. Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Porn, dass wir euch die ganzen Details nochmal zeigen. Und eine Sache wollte ich euch noch sagen. Der erste Freitag im Dezember, wo wir normalerweise immer lange aufhaben bei uns im Ladenverkauf, fällt dieses Mal leider aus, weil das ist nämlich genau während der Essen Motorshow. Vom Datum her wäre das der 7.12. Deswegen am 7.12. findet hier nichts statt. Wir haben zwar regulär offen, aber es wird danach nicht weitergehen bis 24 Uhr wie die letzten Male, weil einfach unser ganzes Personal, unser ganzes Equipment und alles auf der Essen Motorshow ist. Deswegen wiederholen wir das Ganze eine Woche später. Das heißt, am 14.12. werden wir lange aufhaben. Ihr könnt alle wieder vorbeikommen. Es gibt wieder Essen, Getränke, leckere Burger vor der Tür und. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Genauso kommt uns auf jeden Fall auf der Essen Motorshow besuchen, Halle 6. Ich habe mir noch ein paar Details überlegt, ein paar Kleinigkeiten überlegt, ein paar geile Sachen überlegt. Ihr könnt gespannt sein. Da gibt es weitere Infos später zu. Ja, ich schnappe mir jetzt die Ansaugbrücke. Ich muss nämlich noch ein paar Sachen für die Essen Motorshow vorbereiten. Nächste Woche Dienstag kriegt ihr noch ein Video und dann sehen wir uns auf der Essen Motorshow. Alter, ist das geil.